So, herzlich willkommen mit dem Qualifying-Ergebnis aus Kanada in meiner Einzelspielerkarriere. Ich da auf der 12 mit dem Williams, gute Sekunde, knapp über Sekunde Rückstand hier. Grosjean-Hülkenberg vor mir da, Boll hat Vettel, vor allem unser Hamilton, Rosberg, die üblichen Verdächtigen, dann Weber, Räikkönen, Massa, Button, Perez. Weiter geht's. Schauen wir mal. Team Personal mal Leonardo 15 da. Ich bin trotzdem enttäuscht, aber eigentlich für Williams muss ich sagen, also ich bin zufrieden. Ja. Ist halt die KI. Kann man nichts machen. Na gut. Dann starten wir rein ins Rennen. Ja, wir haben rote Mischung und die weiße. Das ist immer sehr interessant. Für mich eigentlich nicht so gut, denn ich brauche meistens ein bisschen mehr Reifen und deswegen fahre ich ja immer gewohnt den härteren eher zweimal, wenn es zum Beispiel drei Stops gibt. Also einmal mehr wie vorgeschlagen. Deswegen, ja, 14% Regenwahrscheinlichkeit noch nebenbei, so wie beim letzten Koop-Rennen, wird es zum Schluss wahrscheinlich ein bisschen zum Regnen anfangen. Aber das werden wir schon hoffentlich irgendwie mit die Runden bringen. Schauen wir uns das mal an. Weich und dann zweimal hart. Ja, da haben wir eh nicht viele Optionen eigentlich. Von dem her müssen wir das eh so durchziehen wie angezeigt. Ja, mit der Härte können wir eher noch eine Runde mehr drauf liegen. Deswegen schauen wir, wie sich der Weiche da jetzt entwickelt. Wir haben ja noch eine schnelle Runde drauf. Das sollte passen. Und los geht's auf die Strecke. Ja, hier Vettel. Da ich auf der 15. So. Los geht's. Das Rennen in Kanada. Startfrei. Ja, ein bisschen Chaos. Schauen wir mal. Vielleicht können wir dann den einen oder anderen. Außen, innen, innen, außen. Was? Wo ist da die bessere Linie? Hätte man sollen einen Start anschauen, aber die ist, glaube ich, eh ganz okay. Und Räikkönen sehr gut, Massa, ja. Was macht der Kimi? Uiuiui, der Kimi. Da bleibt er am Bein auf der Linie. Hinter McLaren und so. Oh, da kommt wieder der Kimi retour, ja. Button hinter mir. Uiuiui, da hat er für mich ein bisschen zu früh gebremst. Da hat er eindeutig vor der Ding schon gebremst. Jetzt haben wir ein bisschen Anschluss verloren hier auf Massa und so. Zum Glück nichts kaputt geworden. Sich gerade noch ausgegangen. Ja, in echt werden dann schon auf jeden Fall drüber geflogen vom Flügel. Perez jetzt hinter mir auf der 8, der hat da gute Chancen. Ja, und wir haben auch wieder Chancen für Punkte. In der Runde 7, da hält der Reifen doch, der rote hier, mal ein bisschen länger. Gut, dass die Runde dran ist, glaube ich, ganz so lang wie das letzte Mal. Schauen wir mal, Kanada liegt mir so relativ gut eigentlich. Schauen wir mal, wie wir da jetzt halbwegs unseren Speed finden. Ob wir da mit dem Speed, was wir halbwegs haben, ob wir da gut mitkommen vorne. Massa 6. Jawohl. Hinter Rosberg, glaube ich. Ich bremse da im Tunnel. Er hat da schon einiges früher gebremst. Den habe ich nicht wirklich ganz gerechnet. Mit der KI mal so. Weit weg sind die da eh nicht mit dem Bremspunkt. Aber hier anscheinend doch. So, nächste Runde dann schon DRS. 1,2 Perez da hinten, jawohl. Vorne, ja, Alonso ist auch gut dabei, was wir sehen, glaube ich.
Ah, jetzt habe ich da eine gute Linie, glaube ich, gefunden. Die ist wichtig, da die letzte Schikane. Und der ist, jawohl. Du kannst DRS den Regeln entsprechend verwenden. DRS ist aktiviert. Sehr schön, da ist ein bisschen Verwirrung da. Weber mit dabei, dann Alonso. Dürfte da ein bisschen schnellste Runde von uns. Sehr schön. Ja, da geht es nicht wirklich vorbei. Weber da in leichte Probleme. Rosberg, ja. Dankeschön. Na, da sind sie, wenn je mehr KIs das sind, desto schlechter werden sie da in der Performance. Das nützt mir natürlich beinhart aus, aber wir sind schon mal Fünfter hinter Weber. Mal rein und so kommt man nicht mit. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen das bessere Auto hier in Kanada. Schauen wir mal, vielleicht geht's ja irgendwie. Aber wir sind jetzt Runde 3. Vom ersten Gleit, das kann natürlich nicht gut gehen, das war fast logisch. Hab ich jetzt DRS oder. Jawohl. Okay, das war ein bisschen zu direkt drüber. Und nochmal DS, sehr schön. Wo ist jetzt genau nochmal Weber hin? Der bleibt da hinten so stehen, was macht er? Jetzt sieht man ihn nicht mehr. Da hinten fährt er schon weiter. Ja, da hat die KI leider auch Riesenprobleme. Aber der war doch eh außen, der war doch eh auf der normalen Kampflinie. Mark Weber, hui, okay, Riesenaussetzer von der KI. Ist einfach komplett langsamer geworden, aus welchen Gründen auch immer. Ich war noch innen auf der Linie eigentlich. Na gut, jetzt sind wir Vierter hinter Alonso. Reifen schaut eigentlich gut aus. Plus zwei Runden am Auch Benzin. Wunderbar. Massa hinter uns, ja. Mal schauen, wie der drauf ist. Oh, violette Zeit. Sehr schön. Da könnten wir schon wieder hinter der DS drin sein hier von Alonso. Sind wir leider nicht. Jetzt kurz, so mit plus 7 Runden hat er es kurz einmal einen runter wieder fett gedreht. Wäre schon ganz witzig. Wieder schnellste Runde. Massa da hinten mit dem zweiten Ferrari auch da. Nur Vettel, Hamilton, die sind natürlich zu schnell. Kommt selbst hier Alonso nicht mit. Massa ist aber sehr gut drauf. Der könnte sogar so vorne attackieren, wenn er so weitermacht. Hier beim Anbremsen ist die KI auch nicht allzu stark. Haben wir gesehen. Obwohl da eigentlich die S-Zone kommt, da sollten sie eigentlich einen Bonus wieder haben, aber anscheinend nicht überall. Ach, Alonso wird das sehr langsam, auch wenn man hier innen nur vorbei. Er ist erst eine Ideallinie, verstehe ich nicht ganz. Irgendwie sind sie da irritiert. Vorne sind sie schon. Und der Reifenverbrauch schaut eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen.
Also wenn das irgendwie geht, werden wir den Roten noch eine Runde draußen lassen, denn so viel Grip kann dann der Weiße gar nicht haben, auch als er neuer. Er bleibt eine Stufe höher ist. Okay, dein Vordermann scheint und nicht der Gelbe. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Das müssen wir nochmal genau anschauen. Ja, Massa hat hinten Alonso schon überholt. Ja, weil da die Killer nicht so gut drauf ist. Ja, hier die zwei machen da aber nicht so. Er hat zwar angesetzt, aber wenn man vorbeifährt direkt, dann hat er da irgendwie ein leichtes Problem leider drin. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Also, wenn man sich dann zum Schluss anschauen, wie der Reifen ausschaut. Massa hinten, die beiden Ferraris. Mal schauen, wie wir da mit den anderen Reifen liegen. Aber unsere Chancen stehen da gar nicht so schlecht. Massa ganz gut drauf. Hängt er uns hier im Getriebe? Da haben wir ganz leicht innen, links innen. Duschiert an der Leitschiene. Massa kommt da. Alonso hat sich da noch immer nicht gefangen, der hat da ein bisschen Performance-Probleme anscheinend jetzt nach dem Überholmanöver. Schauen wir mal, wie der Reifen ausschaut. Ja, komm, einen bringen wir noch. Einer da vorne fährt sicher rein. Der Hamilton versucht er schon wieder zu attackieren, kommt aber nicht vorbei hier. Vettel fährt schon rein. Ich glaube, Alonso ist auch reingefahren, jawohl. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Ich will den Roten, solange noch hier halbwegs funktioniert, eigentlich noch einmal bringen. Ja, und Hamilton ist aber jetzt, glaube ich, ein Nachteil, wenn Vettel. Ah, gut, der 4 ist aber der Reifen der Weiße und nicht der Gelbe. Also, warm mit frischen. Da bin ich gespannt, wo wir dann, also ich mit Hamilton, wenn ich jetzt reinkomme, wo da Vettel dann sein wird. Normalerweise, wenn man vorher reinfährt, ist man ja eigentlich schneller. Wenn man dann mit den frischen Reifen die Runde, ist man einfach ein bisschen schneller über die Runde gesehen. Aber die Runde ist auch nicht so lang, also. Und dann noch der weiße Reifen gegen den roten. Da bin ich jetzt gespannt. Wahrscheinlich wird er sogar dann ungefähr gleich rauskommen, vermute ich jetzt mal. Hinten Massa. Hoffentlich müssen wir nicht, hoffentlich haben wir so viel Abstand, dass wir hier Massa dann nicht vorbeiziehen lassen müssen irgendwie. Da kommt er schon. Der steht hinter uns, ja. Und wenn dann rausfahren, auch beide. Gut, okay, der vor uns ist eigentlich egal. Na gut, wir fahren natürlich auch vor, wenn wir ja das schlechtere Team sind. So, weiße drauf und raus. Jawoll! Und so ist es geblieben. Ja, Gott sei Dank, dann passt. Und die rote Ampel. Wenn es nicht zu eng ist, glaube ich, geht das schon halbwegs. Und wenn nicht zu viele auf einmal reinkommen. Ui! Ja. Hinterreifen kalt. Aufpassen. Rutsch, Gefahr und Vettel. Oh, hinter uns. Da hat er sogar mehr mit dem Weißen leider mehr verloren. Ja, gut, wir wissen auch nicht, ob er eventuell in Verkehr reingekommen ist. Gut, da ist jetzt keiner, also kann nicht so viel gewesen sein eigentlich. Also sind alle da hinten jetzt reingefahren auch. Ah, Vettel hinter mir jetzt. Oh, und ich zweiter hinter Hamilton. Viel andere Strategie werden die wohl, glaube ich, auch nicht haben. Ich bin Roten jetzt reingekommen, das passt. So, ich werde noch ganz kurz in die Interaktion schauen. Alle auf die heitere Mischung. Passt. Danke für die Info. Das ist hier bei Offline natürlich am geilsten, dass man da wirklich weiß, wer was oben hat. Denn die Info bekommt man ja auch in echt. So, jetzt bin ich gespannt, wie sich Hamilton mit den Weißen tut. Ja, das wird wirklich, ein geiles Rennen heute. Da geht es sogar um den Sieg. Nicht so viel pushen. Heck, ein bisschen instabil.
Vettel wird uns dann auch sicher zusetzen, weil er jetzt da ein bisschen Rückstand hat eigentlich. Jetzt wo ich die frischen Reifen noch drauf habe, wird es noch kein Problem sein, aber gegen Boxenstopp dann. Dein Tempo ist gut, push weiter. Könnte ein kleines Problem werden zur Runde 22, ja. Da kommt dann der zweite weiße Satz drauf. Ja, ja, geht eigentlich. Also nicht so tragisch. Also nicht der DS, du kehrst. Hamilton gut drauf. Hamilton gut drauf. Das wird, glaube ich, jetzt schwer für Vettel. Nach welchen Gründen auch immer er da ein bisschen, aber eigentlich viel Boden verloren hat. War es vielleicht doch der weiße Reifen, der ihm einfach kalt war. Und nicht so viel Grip wie der gelbe hätte. Und deswegen hat er da nicht so ganz die Zeit. Aber da hat er einfach zu viel verloren. Jetzt muss ich ehrlich sagen. Uiuiui. Hat er einfach zu viel verloren. Ja, und hinter ihm hängt da Massa oben. Uiuiui, da ist auch ein Zweikampf. Das hilft ihm auch nicht wirklich jetzt aber aufholen. Und Hamilton ist im Prinzip gleich schnell wie wir. Könnte man so sagen, Abstand da ziemlich gleich. So optisch gesehen. 0-0, exakt die gleiche Zeit, gerade in der vorigen Runde. Aus. 4-1 auf Vettel, ja. Der verliert eher, wahrscheinlich ein bisschen im Zweikampf mit Massa und das reicht schon, dass er da nicht mitkommt. Das war ein bisschen zu direkt. Ja, und Hamilton tendenziell eher auch so die eine oder andere Zehntel immer schneller wie wir. Pro Runde fast, so vom Gefühl her. Und wird es wieder eine Zehntel auch schneller sind? Schauen wir mal, der 2-1, ja. Es geht nach vorne und nach hinten auseinander, leider, jetzt gerade aktuell. Ich komme nicht weiter ran hier an Hamilton. Ja, wir finden wieder einen super Sieg. Vor allem, ich dort dazwischen noch Zweiter vielleicht bin, gegen Vettel mit den WM-Punkten. Wäre für Hamilton natürlich ein Traum. Für Vettel nicht ganz so optimal. So, Benzin plus 1, das hat sich von selber ein bisschen zurückgeregelt. Da müssen wir sogar aufpassen, dass wir nicht da in Benzinnot kommen. Das müssen wir im Auge behalten, aber wir werden jetzt so lange einfach so fahren, solange es geht. Fett drehen brauchen wir nicht. Ich wollte schon ein 25% Rennen machen, dass wir da ein bisschen schneller sind. Schnellste Runde, also schnellster Sektor jetzt von uns hier, sehr gut. 25% Rennen, aber das mache ich nur bei den, ja, Kanada ist ein Klassiker da auf keinen Fall, aber bei nicht so interessanten Grand Prix, wenn man wieder den einen oder anderen 25er, dass es ein bisschen schneller vonstatten geht hier. 25% Rennen werden wir da bringen. Ach, doch nicht wieder hier, Kiers. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximal. Fährt doch fett, Hamilton. Wieder gerutscht vorne. Vettel 6-1, das schaut nach hinten nicht so gut aus. Der wird da wohl mit Massa ein bisschen kämpfen. Das wird ihm leider zu sehr zusetzen. Oder kommt er mit den weißen Reifen nicht ganz so zurecht? Sehen wir da nach hinten ein bisschen? Aber weit und breit keiner. ...6-3 an Massa, 0-3. War Pech, dass er dann gerade noch mit Massa hier kämpfen muss. Ja, und Hamilton kann jetzt natürlich frei fahren. Vorher war er da mit Vettel ein bisschen im Zweikampf und war sogar wahrscheinlich ein Tick schneller vielleicht. Da wollte ich also sagen, wenn er hinten, ja, direkt hinter ihm ist. Ja, der hat immer versucht zum Anzugreifen. Ja, gegen Hamilton haben wir momentan nicht wirklich eine Chance. Ich will auch nicht zu viel riskieren. Platz 2 Williams, das ist eh schon ganz geil. Null Risiko, zwar schnell fahren hier, aber ein Risiko brauchen wir gar keins nehmen. Ja, Runde 13 von 35.
Runde 14. Er dauert noch ein bisschen bis zur Halbzeit. Hamilton ist schneller als du. Der Abstand wird größer. Ja, 2,7. Abstand wird größer. Da können wir in der Boxenstoppphase ein bisschen was wieder gut machen und dann irgendwie versuchen. Ja, für Vettel ist, glaube ich, der Zug abgefahren. Denn er wird jetzt sicher wieder eine Runde vor Hamilton reinkommen. Ich glaube nicht, dass er da anders jetzt die Strategie dann wählt. Und violette Zeit gutes wieder. Tempo. 14, auf einmal sind wir da schneller. Komisch. Ja, jetzt vorkommen. Das 7-2 hier. Dass der so langsam ist, Vettel. Das gibt's nicht. Das kann nur ein Zweikampf sein. Mein vorne Ding fährt mir auch weg. Und die sind ja eigentlich relativ gleich schnell hier, Vettel und Hamilton. Also, hätte müssen der Abstand Minimum gleich bleiben, wenn nicht ein bisschen, ja, jetzt 3-3, da hätte er müssen, da müsste er jetzt eigentlich fast schon hinter mir sein. 6,8, ja, schauen wir wieder dann, wo Massa da ist bei ihm hinten. Da würde ihn immer da auf der Geraden attackieren, so bevor Hamilton immer Vettel. Da hat er halt ein bisschen Pech. Ja, normal von der Strategie hier, wie gesagt, schon vorher rein. Vettel ist natürlich prinzipiell immer fast die bessere Entscheidung, aber in dem Fall ist aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich. War es wirklich der weiße Reifen oder hat er ein bisschen Verkehr gehabt? Ja, der Verkehr ist natürlich immer die Gefahr. Ja, ein U3 Master, da ist er immer hinter ihm. Aber er lässt ihm auch nichts vorbei, also von dem her passt das schon. Minimal Ziel Dritter, aber natürlich wollte er natürlich gewinnen heute, aber das wird es wohl nicht mehr werden. Ja, versuche ich. Puh, ja, noch 7 Runden bis zum Boxenstopp. Ja, viel fehlt aber gar nicht auf Hamilton. Ziehen, wenn wir jetzt Kers raushauen, wie es geht, und wenn wir da auf optimal umspringen, werden wir dann ein bisschen Kers einsparen. So wie immer. Ja, Hamilton ganz leicht schnell. Oh, da vorne sind schon die ersten Runden. Vielleicht kann man da. Oh, wieder schnellste Runde hier. Unglaublich. Aber Hamilton muss jetzt auch quasi, wenn wir schnellste Runde immer drehen, muss der auch immer. Oh, 2,7 haben wir jetzt verkürzt, aber so langsam kann der nicht. So weit ist der von unserer schnellsten Runde nicht weg, glaube ich. Ja, schnellste Runde, das ist natürlich jetzt für Vettel auch klar, dass er deswegen auch nicht rankommt. So, wie viel Rückstand hat er? Sehen wir das hier? Nein, sieht man gar nicht. 2,9, da haben wir schon wieder ein bisschen was verloren jetzt. Ja, das war da noch keine Rutscher. Schaut der Reifen aus? Ja, geht eigentlich. 8,8 Vettel, das gibt's ja nicht. Ja, der Fächer verliert sogar gegen Massa hier. Bei der Boxenstoppphase, dass er nach hinten ihm rutscht. Könnte ihm durchaus passieren, dass er nach hinten rutscht. Schlecht raus. Heckkapitel gekommen. Runde 16. Ja, bei 17 in der Runde können wir dann sagen, knapp Halbzeit. Schon die ersten 2 Runden, 3 sehen wir da, glaube ich. Dein Vordermann ist 3 Sekunden vor dir. Ja, jetzt die 3-mal zu überrunden, das ist natürlich gut, da kommen wir jetzt bestimmt ein bisschen näher, mal jetzt einmal, und dann, ja gut, müssen wir natürlich selber auch vorbeikommen, jetzt kurz, wenn wir mal ein bisschen rankommen. Ach, für die Lage gerade wird es da jetzt gerade nicht ausgehen, dass wir rankommen. Du musst an ihm vorbei, du bist viel schneller in Sektor 1. Gut, das mit Regen zum Schluss, das könnte auch nochmal interessant werden. Fandagal ist noch, der Caterham letzter, ganz schlechte Performance von Caterham.
Ja, was macht er denn? Ja, genau, wir haben jetzt Scheiße, dass wir quasi ausgebremst wurden und beide Caterhams letzter. Das ist natürlich ganz schlecht. Hinter den Marushas. Ach, wieder das Heck. Ja, das war mal das Duell gegen Hamilton, kann man sagen. Der ist ja witzigerweise komplett ohne Probleme vorbeigekommen. Der ist schon wieder weg. Ja, so kann man sich täuschen. 5 Sekunden. Ich glaube, das war's. Ungefähr 5 Sekunden vor dir. Nur 5 Sekunden. Ich glaube, das war's. Fünf Sekunden sind zu viel, wenn er hier relativ gleich schnell unterwegs ist. Wird das wohl nicht mehr werden. 5, 6, ja, das war's. Wir sind ja gar nicht so schlecht unterwegs, aber naja. Gut. 4 Runden jetzt noch einmal, bis einmal zum nächsten Boxenstopp. Dann schauen wir weiter. Aber wird sich wohl nicht. Weiß gerade was tun. Das einzige, dass Vettel hinten hinter Massa vielleicht zurückfällt. Aber ansonsten. Nach unseren Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. Schade, ja. Es könnte durchaus ein bisschen spannender sein, aber es hat sich jetzt so eingependelt irgendwie. Und Vettel hat trotzdem irgendwie noch 80 Sekunden hinten. Obwohl wir da jetzt nicht so sauber durchgekommen sind. Ja, jetzt über Runden wir das selber vielleicht auch leichte Probleme vielleicht haben hinten. Könnte durchaus sein, wenn er da auf der falschen Stelle aufläuft. Aber die KI macht da eh halbwegs gut Platz eigentlich. Zwar nicht an jeder Stelle gut, aber gegenseitig überholen sie sich da eh relativ gut eigentlich. Also von dem her wird leicht gestriffen. Passt das schon. Ja, ich hoffe MotoGP entwickelt sich auch mit den nächsten Titeln, wenn es das geben sollte, in die Richtung, dass sie da besser werden mit allen Sachen. Dass die KI da sich besser anpasst dann mit den Stärken. Was fahrenweise ein paar Strecken eh schon ganz gut ist eigentlich. Schon mal aus mit Reifen, ja, ganz gut eigentlich. Sicherheitshalber. Weiß ich, ob er wenn er gelb geht, ob er da schon was sagt mit Spahn, weiß ich jetzt gar nicht. Nur sicherheitshalber. Violett schon wieder, sehr schön. ...9,9 auf Vettel und auf Hamilton bleibt es gerade aktuell gleich. Achso, ja, den McLaren habe ich ja jetzt auch designmäßig natürlich drinnen vom Code. Das geht da parallel, wenn ich einen neuen reinspiele von der 2014er Saison. Oder das war eigentlich vom Test. Ich weiß nicht, ob das das McLaren endgültige Design ist, aber mir gefällt das relativ gerade ganz gut mit den MP29-4, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Das lasse ich mal fürs Erste drin. Auf dem Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen anfangen. Ja, 15 Minuten, das wäre wieder so grob in der 10 Runden, grob. So 4-5 Runden vor Schluss, so wie in Malaysia. Da könnte es in den letzten 1-2 Runden wieder sehr rutschig werden. Mal schauen, ob da der Bug drinnen ist. In Malaysia hat er nicht, war er nicht der Bug, dass sie in die letzte Runde reinfahren. Genau, ich hatte nur das Problem mit dem Komplettregenrennen, wo wir nur 3 Sätze haben. Und er hat uns gesagt, ja, wir sollen da noch einmal reinkommen zum Boxenstopp, obwohl wir nicht so viele Sätze hatten. Das war leider ein Fehler. Aber da sollten wir dann doch irgendwie ins Ziel kommen.
versucht, die Lücke zu verkleinern. Ja, 6-2, Hamilton ist zu schnell. Und Vettel kommt nicht weg vom Massa, glaube ich, so wie es ausschaut. Oder hinten ist es überrundet, ich weiß gar nicht. Hier kann ich noch ein bisschen später eigentlich bremsen. So, wir haben ja eine Runde mehr drauf eigentlich, also plus vom Reifen her gesehen. Die Frage, sollen wir strategisch reinkommen oder nicht? Wir haben mal keinen Verkehr soweit. Wenn wir über eine Chance haben, dann eher jetzt gleich den frischen Reifen holen. Geht es ja bis zum Schluss sowieso aus. Auch jetzt schon wieder violette Zeit, das ist sehr gut. 5-1, aber es ist leider zu viel. Da werden wir bei der Einfahrt voll reinschießen. Bei der Boxengasse. Da können wir auch ein bisschen was gut machen. Massa 13, Vettel weg. Aha, ist er in der Box nicht? Oder hat er jetzt endlich überholt? Wäre natürlich scheiße für Vettel. Aber er konnte sich ja auch nicht absetzen, witzigerweise. Müsste er ihm zum Speeder hätte, müssen da auf der Runde bis zur Geraden und sich ein bisschen absetzen können. Aber mit DS ist er wahrscheinlich dran geblieben, Massa. So, jetzt voll rein hier, auch so keiner im Ding, jawohl. Der uns hier ausbremsen könnte. Und da ist auch Hamilton gleichzeitig drin, ja, okay. Ja, man soll riskieren und draußen bleiben? Nein, mit dem gleichen Reifen. Und zum Schluss im Regen, nein, wenn dann nur so. Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Aber ein bisschen was haben wir. Ja, und er kommt natürlich vor dem Überrunden raus und wir haben ihn wieder drin. Es sind keine Stops mehr geplant. Na, ganz super. Am Massa war auch drin, aus hinter uns jetzt ist. Und alle Vettel, 12 Sekunden, der war auch in der Box. Oh, der hat schon 12 Rückstand. Eieieiei. Ja, kein gutes Rennen heute von Vettel. Lass uns wohl da jetzt vorbei, dann verlieren wir da wenigstens mal nichts. Das ist schon mal gut, jawohl. Ja, und Hamilton, das war's wohl. Hat jetzt auch die frischen Reifen drauf. Ja, die einzige Chance zum Schluss, wenn es dann regnet, dass da irgendwas gegen die KI ist, vielleicht, wenn sie entweder wirklich Reifen holen noch im letzten Ding. Was zwar immer leise funktioniert hat, aber man weiß ja nie, vielleicht holen sie es da doch. Wenn es wirklich nicht mehr zu fahren geht, dass es einfach automatisch eben eingestellt ist. Ja, 4-5, wir haben da zwar bloß gut gemacht, aber leider, 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 letztes Mal beim Überrunden, weil jetzt hätten wir dann vielleicht 2 Sekunden, ja, wäre auch zu weit weg wahrscheinlich, unterm Strich. Schauen, wie es entwickelt, da können wir noch immer schauen, ob es gegangen wäre. So, da bleiben wir jetzt auf dem Benzinmonitor, dass wir da ein bisschen die Übersicht haben, falls wirklich da in optimal reingeht, aber dann soll es da eigentlich auch bleiben, also wenn es jetzt noch nicht drin ist, kommen wir da sicher rein. Irgendwo eine Warnung gibt es dann sowieso. So, versuchen wir einfach noch einmal ein bisschen attackieren. Eine Sekunde schneller. Violette Zeit wieder. 3,5 auf Hamilton. Ja, wenn es geht, dann jetzt mit den frischen Reifen. Keine Frage. Vettel auf jeden Fall hinten dritter, ja. Der hat da irgendwie Massa. Vielleicht in der Boxenstopp-Phase. Ah, vielleicht war Vettel eine Runde vor Massa drin. Das wäre eine Möglichkeit, obwohl er vor später rein ist. Hm. Aber eine Möglichkeit besteht natürlich. Violett, sehr schön. 3,5. Ja, und ohne den Ding wären wir jetzt quasi fast schon dran. Na, schau mal, vielleicht schaffen wir trotzdem irgendwie. Ja, wissen wir. Vor dem Regen sollten wir auf jeden Fall vorbei sein an Hamilton. Da nur die geringste Chance zu haben. Ja, andererseits, ja sicher, der zweite Platz für Williams, okay, keine Frage. Aber um die WM geht es bei mir sowieso nicht. Oh, 1,6, wieder schnellste Runde mit dem Williams. Also von dem her könnte man es durchaus auch ein bisschen probieren. Ja, man, zu schnell probieren wir es eh nicht. 16,8. Ah, das war eine einen dicken zu sehr über die Wiese. Habe ich zu sehr aufgemacht. Gutes Tempo, mach genauso weiter.
2,1, Vettel 14,1. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden. Benzinsparmodus bei Hamilton. Da hat er wohl vorher. Das er vorher vielleicht ein bisschen. Die eine Runde auf Fett gefahren und jetzt muss er sparen. Macht zwar jetzt auch nicht wirklich Sinn, die Taktik von ihm, aber wenn es so ist, so 10 Runden noch, kommen wir natürlich auch leichter ran an ihn jetzt. Hier aggressiv drüber, ja, nur so kann man. Ja, aber da riskieren wir natürlich auch einen Ausfall, einen kompletten Fast, wenn man da wirklich voll reinfährt. Eventuell in die Wall of Champion oder wenn der Flügel weg ist, dann. Müssen wir noch in die Box und dann werden wir wohl hier relativ viel verlieren. Obwohl hier prinzipiell die Kanada Box nicht ganz so tragisch ist, wenn wir reinfahren und alles. Weil man ja quasi die Strecke mehr oder weniger abkürzt, die eine Schikane und die zweite dann vorne auch, hinten und vorne. Verliert man nicht allzu viel eigentlich, also von dem her. Von Taktik her gibt es da nicht viel mehr her, dass man da eventuell noch einen roten einmal raufzieht oder so zum Schluss. Vielleicht beim 100% Rennen, dass man da vielleicht das eine oder andere bringen könnte. Ja, sehr geiles Rennen, eh noch 9 Runden. Jetzt kommen wir da ran wieder auf Hamilton. Ja, momentan würde sogar ein 100% hier auch funktionieren, von der Spannungsphase her. Ist zwar jetzt hier ein bisschen im sehr Zehntelbereich nur, wie es ausschaut, aber wir kommen eventuell ran an Hamilton. Aber 100 da zum Zuschauen doch ein bisschen zu viel, glaube ich. So, jetzt haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück im Überrunden, dass er jetzt ein bisschen gebremst wird und wir ein bisschen schneller vorbeikommen. Vielleicht geht es ja mal gut. Ja, 1,6 nur mehr. Jetzt wären wir definitiv dran, wenn das Überrundungsproblem nicht gewesen wäre. Also egal, irgendwas ist es sowieso immer. Alonso hatte da ja das quasi, ja, ist nicht sein Problem direkt. Aber das des Computers quasi, dass er ihn da quasi ausgebremst hat von der Programmierung her. Wäre interessant sonst, ob Alonso da jetzt auch irgendwie da mitten oder vor Vettel sogar wäre. Hätte es da das Bremsmanöver nicht gegeben, sollte, ja, wäre jetzt eigentlich fast vor Vettel gewesen. Ja gut, kommt darauf an, wann er wieder in die Box gefahren wäre. Das ist das ganze Wenn-Gespiele. Er wäre mit uns reingekommen in derselben Runde, wäre sich vielleicht sogar ausgegangen. Hamilton fährt ungefähr eine halbe Sekunde. Ja, es sind ja jedes Mal irgendwelche Sachen, die ein bisschen von der Norm abweichen, aber. Das soll auch ein bisschen sein, dass nicht allzu linear wird. Ich glaube, fast ein bisschen zu viel da rechts. Aber geht noch. Im Körper haben wir auf jeden Fall noch oben in Reifen. Ja, und Hamilton wird wohl noch im Mager sein, sonst kommen wir da nicht so ran, glaube ich. 0,7. Hui, hui, hui. Ja, wenn wir da von geraden attackieren, innen wird er wohl wieder ein bisschen nervös werden und sich einbremsen. 16,2 Vettel, ich glaub's nicht. Warum verliert er so viel? Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 10 Minuten voraus. 10 Minuten, ja. Ja, 10 Minuten ist okay. Also da. Ich glaube, da machen wir jetzt keine Sorgen. 10 Minuten geht. Zielvorgabe haben wir 10, ja, das ist wegen Qualifying, ganz gut. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann also Punkte. Ja, er fährt noch immer Benzinsparmodus, Hamilton, und wenn er jetzt aber dann auftritt, ist er wieder mindestens gleich schnell wie wir wahrscheinlich. Aber er fährt im Benzinsparmodus. Ja gut, er hat es probiert einfach wegzufahren, auf gewissen Kredit. Dafür war auch das Auto leicht, also ganz so blöd ist das gar nicht. Aber jetzt hat er natürlich dann die Ding...
dass er jetzt natürlich auf Mager drehen muss. Das ist natürlich auf der Geraden auch nicht wirklich optimal für ihn. Denn da fehlt ihm auch natürlich der Speed. Gut, ich will vom Gas gehen, da waren wir jetzt ein bisschen wieder innen wieder. Ja, jetzt sind wir dran. 15,8 Vettel und wir sehen leider, wie weit hinter Vettel der nächste da ist. 16,1. Aber er ist zumindest Dritter. Er ist zumindest Dritter, Vettel. Ja, das sieht man im Radar, da sind sie weit hinten. Wer auch immer wo da genau ist, ob der Vettel der Einzelne da ist oder ob das eine Runde da ist, ich weiß es gar nicht. Da hinten ist dann wieder eine kleine Gruppe. Da ist wohl Alonso auch einmal dabei und so. Naja, schauen wir mal. Da ist er jetzt gar nicht einmal so gut rausgekommen. Da haben wir gesehen, da hat er ein bisschen Probleme gehabt. Pastor jetzt an der Box, alles auf den Weiß gestartet und verlässt die letzten Runden noch rot. Du bist pro Runde ungefähr eine halbe Sekunde schneller als dein Vordermann. Halbe Sekunde schneller, ja, das ist nur das Fettgemisch. Wenn er auftritt, wieder, ist er wieder gleich schnell. Jetzt unsere Chance. Vielleicht gelingt es mir, wenn ich ihn attackiere. Ja, aber es geht nur auf der, in der RTS-Zone. Dass er ihm dann nicht so irgendwie abbremst und dann wieder zurückfällt. Aber wird schwer, weil sonst haben wir nicht wirklich eine Chance zu überholen. Das wäre natürlich auch schade. Du als erster müssen wir mal rankommen hier. Ja, Runde 30 sind wir schon, von 35, also schon in der Schlussphase. Da kommt schon der erste Toro Rosso, ich dachte mir schon, das ist ein Red Bull. Wen könnte es noch Weber sein mit Problemen? So, sind wir zufällig schon in der DS-Zone da drinnen? Jawohl, das ist schlecht für Hamilton, gut für uns. Ja, die Chance am Sieg lebt hier für unseren Williams. Das wäre natürlich ein Traum für Frank auch. Und da schlittert auch schon wieder ein bisschen raus. Noch einmal DS, jawohl, jetzt sind wir dann dran, nächste Runde können wir attackieren. Ein bisschen früher bremsen mit DS natürlich, aufpassen heißt er. Hamilton, ja, hat er jetzt, kann er den Sprint wieder aufdrehen, dann wird es interessant, obwohl wir jetzt zwar drin sind in der DS-Zone, aber dann wird es definitiv interessant. Ja, fährt eine gute Linie, Hamilton. Am Limit, den wir da vorher gesehen haben, wir sind ein bisschen beim Raus, Wall of Champion ein bisschen geschleudert hat. Schon langsam, ich hoffe, uns lässt er auch vorbei. Hamilton zieht da. Hoi, 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 da, ja, da fährt er rüber. Super gemacht, super gemacht. Da bleibt er nicht auf seiner beschissenen Linie links. Nein, da muss er rüberfahren rechts. Wenn er sieht, dass ich auch daherkomme. Das gibt's ja nicht hier. Wern, der ist. Das gibt's ja nicht. Ja, KI eben. Aber das war unnötig, da fährt er schon vorbei bei ihm und dann fährt er noch rüber, wo ich schon fast hinter ihm bin. Naja. Und die ersten Tropfen sehe ich da schon. 2 und 3. Ja, das geht sich aus, das geht sich aus. Maximal letzte Runde, so ein bisschen rutscht. Ja, aber Spannung hier bis zur letzten Runde. Gut, bei 100% Rennen, wenn wir jetzt noch vorbeikommen würden. Na gut, der ist dann auch immer hinter uns, also ganz so ohne wäre es trotzdem nicht. Wäre zumindest möglich, aber das weiß man nie, wie sich das Rennen entwickelt, das ist eben das. Kann auch immer phasenweise ein bisschen spannender sein, phasenweise auch im Rennen, vor allem beim 100%er, dann wieder spannender oder ein bisschen spannender, wie auch immer. Es ist immer verschieden. Aber wenn es nicht so spannend ist, ist 100% dann ziemlich zart. Ziemlich mühsam. So, da kommen wir jetzt vorbei, falls nicht wieder rüber hier Pick, jawohl. Ah, noch kein DS jetzt in der Runde. Ja, aber jetzt sollten wir dann noch im Trockenen halbwegs vorbei, sonst wird es auch eng. Glaube ich halt zumindest. Ja, da hat er seine Probleme im Rausfahren bei der Wall of Champion, das wird gut für uns, da kommen wir jetzt wieder ran.
Ja, DS, wird das zweimal gemessen oder zählt das dann, ich glaube hier wieder nicht. Sorry, weil jeder Strecke ein bisschen verschieden. Ich glaube hier wird es nur einmal gemessen, da hat man auch auf der zweiten Geraden automatisch das DS auch immer davor dann überholt hat. Okay, ist halt so. Also eine andere Zehntel bringt es dann schon auf der Start und Ziel. Ja, hat er nicht. Ja gut, gesagt aber nichts. Wir wissen nicht, ob er dann schon wieder auf Normalbetrieb umgeschalten hat. Ja, der Reifen, das passt alles soweit. Ja, das Normal, das geht sich aus. Ja, plus 1, da können wir sogar mal auf Fett drehen auf der Geraden kurz. Jetzt ist es noch ein bisschen zu weit weg. Ah, wieder eine Überholung, das gibt's ja nicht. Ja, da muss man erst einmal gut reinkommen. Das haben wir auf jeden Fall. Da können wir das jetzt für die nächste Runde dann vorbereiten. Ja, Drehzahl gefällt mir schon wieder nicht. Da geht es jetzt aus, wo er hier schlecht rauskommt. Ich höre schon Kampflinie. Wo ist er? Ja, okay, der ist vielleicht sogar ausgegangen, aber ich wollte jetzt nicht da irgendwie im reinfahren. Du hast einigen Gummiabrieb aufgesammelt. Ja, danke, weiß ich auch. Bis du die Reifen wieder sauber gefahren hast. Bleib auf der Ideallinie. Ja, passt schon. Ah, jetzt geht schon hinten ein bisschen Reifen durch. Hals kratzt heute. Bis zur letzten Runde spannend, glaube ich. 12,8 Viertel wird ein bisschen was gut gemacht. Ein Viertel wird wohl als Dritter kommen ins Ziel, glaube ich. Gehen wir mal auf Fett kurz, riskieren wir es gleich einmal. Gehen wir da auch daher, so der ist. Wenn dann eventuell jetzt, schauen wir mal. Da macht er uns zu, da macht er uns zu. Da müssen wir runter, da müssen wir bremsen, da sind wir schon in der Wiese. Ja, das hat sich sehr gut verteidigt, Hamilton. Eine Chance haben wir jetzt dann noch. Quasi in der letzten Runde. Uiuiui, da ist wieder das Heck gekommen. Ja, jetzt kommt auch der Regen natürlich dazu, da wird schon ein bisschen rutschiger. Ach scheiße, ja, da ist die KI wahrscheinlich besser. Das war wahrscheinlich schon unsere letzte Chance vorher. Ja, aber so rutschig kann es gar nicht sein. Plus 1, so bleiben wir gleich drauf jetzt auf Fett. Wollen wir nicht mal raus, beschleunigen, ein bisschen gefährlicher ist. Ah, ich glaube, wir sind ein bisschen. Oh, wenn wir jetzt in der DS-Zone nicht drin sind, dann haben wir es eigentlich schon verloren. Ich glaube, da ist die Linie, oder? Zum Messen. Ich glaube, das war sie. So, jetzt voll raus. Der ist rein, ja. Wenn man nicht da vorbeikommt, wie geht es aus, wenn er wieder schlittert? Auf Start und Ziel. Ah, der ist... Nein, es geht sich gerade nicht aus, glaube ich. Es geht sich gerade nicht aus. Au weh. Ah, verdammt. Wir hatten die Chance. War dann aus 17er nur. Aber guter Fight hier mit Hamilton. Ja, da freuen wir uns zurecht. Eine Zehntel. Alonso noch Vierter. Oh, Massa der Loser hier auf 6 nur leider. Da wurde er von Weber und Alonso kassiert anscheinend. War er kurze Zeit Vierter und sogar einmal Dritter, aber ich glaube, da war er gerade die Boxen schon fast. Aber eigentlich war er Vierter. Alonso hat sich da wieder zurückgekämpft. Ja, Rosberg nur Siebter, auch enttäuschend eigentlich, gegen Hamilton. Grosjean Achter, ja, konnte auch nicht viel ausrichten in der Ding, glaube ich jetzt. Kimi Räikkönen, Zehnter, schlecht. Hülkenberg Elfter, ja, das ist schlecht. Perez auch nur, ja, Button Neunter sehen wir da, genau. Mit McLaren. 2 Punkte, Gutierrez 13. Ja.
Force India hier farblos, Ricardo wären Maldonado 17. Sutil ausgefallen. Im Force India. Ja, bin gespannt auf Hülkenberg im Force India. Was er dafür Performance abliefern kann. Ja, schade. Weiter vorne im Lotus wäre schon interessanter für Hülkenberg. Aber gut, so können wir da jetzt irgendwie. Ja, alle zwei Stops natürlich. Das ist klar, mit einem kommt auf gar keinen Fall durch. Sutil hat sogar drei, ja, da muss er einen Unfall gehabt haben. Maldonado hatte auch drei Stops, deswegen so weit hinten, vielleicht ist der mit Sutil irgendwie zusammengekracht. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, da hätte er vielleicht eine bessere Platzierung vielleicht geschafft, Maldonado, mein Teamkollege. Aber naja. So, ein Punkt jetzt hinter Grosjean, auf der 10 sind wir da. Kimi Räikkönen 8., Perez 7., Rosberg 6., Massa 5., einer meiner Fahrer ist hier gut unterwegs. Marc Webber sogar 3., Ja, und Vettel 16 Punkte Rückstand schon auf Hamilton, ja, das ist hier sehr interessant. Ja, Webber im Prinzip keine Chance. Aber Alonso, glaube ich, hat die Performance, dass er Webber da auf 3, dass er den 3er zumindest schafft, aber Alonso, ja, für ganz vorne reicht es anscheinend doch nicht, dass er Hamilton und Vettel hier mit dem Speed, da kommt er nicht ganz mit. Aber für 3, ja, Rosberg ist eh auch normalerweise auf 3 unterwegs. Und könnte sogar das eine oder andere Rennen gewinnen, aber anscheinend nicht immer. Es ist, ja, trotzdem sehr interessant. Ja, hier Mercedes vor Red Bull, das ist auch Konstrukteur hier sehr interessant. Ich hier und Maldonado auf der 6, vor Sauber noch, das ist natürlich, und vor Force India, wäre natürlich ein Traum. Also das, 6. Platz. Wäre da schon ganz nice. So, Jubel hier, jawohl, im Williams. Auf P2, da hinten am Hamilton. Und dann Vettel hinten. Ja, Vettel war in Führung, hätte es müssen oder können gewinnen eigentlich. Oder auch P2 wäre sich ausgegangen hier. Gratulation an Hamilton. Sehr schön, jawohl. Hat das natürlich ein paar Mal ein bisschen abgedrängt, aber Kampflinie, alles im grünen Bereich. Ja, eigentlich war er drüben, dann ist er aber rübergekommen. Also, so 100% die Lupen rein, was vielleicht nicht. Aber zum Glück macht er überhaupt was, die KI. Gut, es gibt Punkte und knapp nicht Rang 4. So. Die sind eigentlich relativ egal. Silverstone, ja, bewölkt, 30% haben wir schon gesehen, Entwicklung, sie haben unsere, wir haben uns entschieden für den Rest der Saison eine ausgewogene Entwicklung, ja okay, Strategie für die restliche Saison, wenn die, passt. Ja, das war's, ich bedanke mich fürs Zuschauen hier aus der Zentrale, gehen wir in die, Zentrale, was haben wir da, Saisonziel 9, Saisonziel 10, wenn wir schaffen, Punkte pro Rennen, eher 0,9, ich 5,3, vor allem in Rennen 12, ja, aussichtliches Endergebnis 7. Puh. Der ist aber sehr optimistisch. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst in Silverstone. Genau. Ciao, ciao.